Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Eine Blumenkohl- bzw. Karfiol-Lasagne möchte ich heute gerne mal machen. Gestern am Markt habe ich so einen wunderschönen Karfiol gekriegt. Und der ist ganz knackig und ganz frisch. Und den werden wir heute gleich verkochen. Das ist einmal ganz was anderes. Also eine Gemüselasagne, was Vegetarisches. Und das ist der Hauptbestandteil ist der Karfiol. Den werden wir uns gleich zurecht putzen. Ich habe mir da schon Wasser aufgestellt. Den darf ich mich nur ganz kurz blanchieren, nicht zu lange, weil er kommt ja dann noch ins Rohr, damit er dann schon nur ein bisschen knackig ist. Das Wasser salzen wir uns einmal ein bisschen. So. Und den Blumenkohl bzw. Karfiol, wenn ich den schneide, drehe ich ihn immer um. Nicht von der oberen Seite, immer von der hinteren Seite. Da schneide man diese Rosen herunter. Da schneide ich einfach ein kleines bisschen ein beim Strunk und dann zupfe ich einfach diese Rosen herunter. Und so mache ich das, bis ich es in der richtigen Größe habe, wie ich es halt gern habe. So. Einfach ein bisschen einschneiden in der Mitte vom Strunk und auseinanderziehen. Das auch. So. Das auch. Gut, und das kochen wir uns jetzt ganz kurz, beziehungsweise blanchieren wir uns kurz. Das dauert da jetzt ca. 2-3 Minuten. In der Zwischenzeit richten wir uns das restliche Gemüse, was wir noch ein bisschen was fürs Auge noch dazugeben, dass es ein bisschen eine Farbe hat. Ich nehme ganz gerne Karotten rein. Die schneide ich einmal der Länge nach durch und dann einmal so durch, quer durch. Und da schneide ich einfach ganz dünne Scheibchen. Das gleiche macht man mit den Frühlingszwiebeln. Einfach ein paar dünne Ringerl schneiden. So, der ist jetzt fertig blanchiert. Der ist noch ziemlich bissfest, aber genau das wollen wir ja. Den werden wir jetzt so einfach mit kaltem Wasser ein bisschen abschrecken. So, und jetzt brauchen wir noch eine Bechamelsoße und die machen wir uns jetzt. Da habe ich mir jetzt schon ein Pfandl aufgestellt. Da gebe ich mal ein bisschen Butter hinein. Die lassen wir ganz zergehen. Dann geben wir Mehl drauf. Das rühren wir mal kurz durch. Aufpassen, dass sie jetzt nicht zu braun wird. Das sollte nämlich nur keine Einmacht werden und keine Einbrennen. Und da geben wir jetzt gleich die Milch dazu. Einfach fest einrühren und wieder aufstellen. So lange rühren, bis man keine Klümpchen mehr hat.
so lassen wir es jetzt mal 2 Minuten köcheln. Aber immer wieder umrühren, damit sie ja nicht anbrennt. Obwohl das so wahnsinnig gut ist eigentlich, wenn eine Bechamelsoße ein bisschen anbrennt, das ist total gut. Ich mag das voll gern. So, da schalte ich jetzt aus. Dann werden wir das Ganze salzen. Und in die Bechamel gehört natürlich Muskatnuss rein. Nochmal gut durchrühren und dann ist das soweit schon fertig. Das Gemüse, das gebe ich mir jetzt in eine Schüssel. Die Karotten und die Lauchzwiebel, Frühlingszwiebel, die gehen auch gleich dazu. Ich würde mir das immer separat würzen, weil dann hat das einfach ein bisschen einen besseren Geschmack. Salzen und ich nehme ganz gerne meine Hexenwürze. Man kann ja aber sonst irgendein Gemüsegewürz, Gemüsesuppenpulver, ganz egal was man da hernimmt, was einem halt schmeckt. Aber in meiner Hexenwürze habe ich ja alles drinnen an Gemüse, was Geschmack abgibt und deshalb ist das so genau das Richtige. So, und ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Rühren wir ein bisschen durch. Hoppala. Das war zu viel Schwung. So, alles schön gewürzt ist, dass das ja nicht zu langweilig schmeckt. Und wenn einem die Karfiolröschen nur ein bisschen zu groß sind, dann schneidet man es halt einfach nur mal ein bisschen durch. Ich habe da jetzt ein paar doch zu große dabei. Der schneiden wir noch mehr durch. Da habe ich mir schon eine Form ein bisschen ausgebuttert. Und da geben wir jetzt einmal einen Teil von unserer Bechamel hinein. So wäre es genau richtig, wenn sie so breiartig ist. Das passt genau. So, einfach ein bisschen am Boden hineinstreichen. Geben wir mal unsere Lasagneblätter drauf. Das ist so was Praktisches, weil die braucht man nicht vorkochen. Das ist optimal. So. Da gebe ich jetzt noch mal ein kleines bisschen von der Bechamel drauf. Verteilen wir mal da drauf. So. Beim Gemüse gebe ich noch ein bisschen Parmesan drauf. So. Da geben wir jetzt noch einmal die Bechamel drauf, dass wir die ganzen Zwischenräume da jetzt ein bisschen ausfüllen. So, ein bisschen was müssen wir jetzt zurückhalten. Ein bisschen was brauchen wir dann noch für oben drauf. Dann geben wir da nochmal 2 oder 3 Blätter drauf. So.
andrücken. Und da geben wir den Rest von der Bechamel noch drauf. Das verstreichen wir noch mal schön. So, weil die Blätter, die sollten ja nicht trocken bleiben. Die brauchen ja ein bisschen Feuchtigkeit, eben damit sie gar werden. So, über das Ganze werden wir jetzt nur mal ganz fest Parmesan geben. Und dann geben wir es ins Rohr. Das habe ich mir schon vorgeheizt, auf Heißluft eingestellt. 180 Grad. Mittlere Schiene gebe ich eine einmal für 30, 35 Minuten, sagen wir mal. Und da kontrollieren wir es dann einmal, wie es ausschaut. So. Das Ganze lassen wir jetzt 10 Minuten abkühlen, weil so ist es ja viel zu heiß zum Essen. In der Zwischenzeit werden wir uns noch einen ganz wunderbar guten, gesunden Karottensalat dazu machen. So. Wenn wir heute schon auf der gesunden Welle sind, dann aber richtig. Da habe ich mir schon Karotten aufgerieben, fein. Und da gebe ich jetzt meinen Ingwer dazu. Den reibe ich mir auch noch mit meiner feinen Reibe. Ordentlich Ingwer kann ja sowieso nie schaden. So. Dann werden wir uns noch einen Apfel dazugeben. Beim Apfel mag ich ganz gern, dass ein bisschen größere Stücke sind. Da nehme ich einfach meinen V-Hobel, den habe ich mir gewaschen davor und werde mit der Haut da einfach hineinreiben. Dann werden wir da ein bisschen an Honig dazugeben. Das Ganze salzen. Ich mag ganz gerne einen groben Pfeffer da dazu. Und natürlich Essig und Öl. Ich nehme wieder ganz normales Sonnenblumenöl. Und meinen Lieblingsessig, den weißen Balsamico. Das Ganze rühren wir mal gut durch. Und wenn es zu sauer ist, gibt man halt dann noch ein bisschen Wasser dazu. So, das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen mit dem Kresse verfeinern. Vielleicht hat Ihnen jetzt meine Variante von dieser gesunden Gemüselasagne gefallen. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Probiert es aus. Es ist keine Hexerei. Man schmeckt total gut. Tolles Familienessen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal.